Das ist ein Thema, das natürlich auch angesprochen werden muss im ärztlichen Gespräch. Es gibt gewisse potenzielle Wechselwirkungen, aber grundsätzlich ist es immer machbar, dass man ein Mittel findet und zumindest vorübergehend auch Schlafstörungen beheben kann. Wichtig ist, dass man nicht darunter leidet, sondern auch dieses Thema anspricht. Natürlich gibt es immer Möglichkeiten, dagegen zu wirken. Es ist so ähnlich wie bei den Schlafstörungen. Teilweise gibt es Medikamente, die sowohl gegen Schlafstörungen als auch gegen Depression wirken. Dann gibt es auch gezielte Medikamente oder Psychopharmaka bzw. Antidepressiva, die ein Bestandteil von der Begleittherapie des Mammakarzinoms sind. Also wichtig ist hier immer in Absprache mit dem behandelnden Arzt diese Therapie einzuleiten, weil es auch Möglichkeiten gibt, die Wechselwirkungen zu überprüfen, damit es weder zur Verstärkung noch zur Minderung der Wirkung der eigentlichen Therapie kommt. Wenn man das gecheckt hat, dann kann man natürlich auch unterstützende psychopharmakologische Medikamente einnehmen. Wichtig ist, dass man an der eigentlichen Lebenseinstellung arbeitet, dass es kein Bestandteil des Lebens sein kann, dass man immer in Angst lebt. Natürlich, jeder aus Erfahrung, jede Frau, auch jeder Mann, der mit der Diagnose konfrontiert war und potenziell als geheilt gilt, lebt und lebt in dieser Angst und diese kommt immer wieder. Aber diese Angst muss man sich auch zugestehen, aber wichtig ist, dass es nicht überhand nimmt und dass es das Einzige ist, worüber man denkt und das ganze Leben drauf basiert. Auch da gibt es Ärzte, mit denen man drüber reden kann und soll. Es gibt psychologische Begleitbetreuung und es gibt eben auch Hilfegruppen oder Patientinnengruppen, die da auch eine Hilfe sein können, weil man dann am Beispiel von den anderen sieht, zum einen, dass es viele gibt, wo es nicht mehr zurückgekommen ist. Es gibt Statistiken, die dafür sprechen, mit denen kann man sich auch ein bisschen auseinandersetzen, wenn man entsprechend Affinitäten hat. Und wichtig ist, das auszusprechen und nicht alleine dabei zu sein mit diesen Ängsten. Manchmal kann es vorkommen, dass Frauen nach Brustkrebs auch das erste Mal in ihrem Leben Panikattacken haben. Das sind Gefühle, die ganz plötzlich aufbrechen, meistens ohne Anlass. Auf einmal kommt eine starke Enge in der Brust, das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr oder das Gefühl, oh, um Gottes Willen, ich habe das Gefühl, ich kriege einen Herzinfarkt. Man ist sehr aufgeregt, das Herz pocht und man kann sich nicht beruhigen, man kann sich fast nicht selber, man kann sich fast nicht erklären, was los ist. Und dann kann es sich um Panikattacken handeln. Es kann natürlich auch aus dem Schlaf heraus in der Nacht passieren. Und weil das sehr unangenehm und sehr belastend ist, möchte ich Ihnen jetzt sagen, egal welcher Tageszeitpunkt es ist, was Sie dann tun können. Es ist wichtig zu wissen, wenn Sie so eine Panikattacke haben, dann ist all Ihre Aufmerksamkeit, Ihr ganzer Körper auf sich und auf die Angst und auf diese Panik konzentriert. Und da ist es sehr wichtig, dass Sie starke Gegenreize setzen, damit Sie sich ablenken und aus diesem ganz eingeengten auf die Panik schauen, wieder zu mehr Kontrollmöglichkeiten kommen. Da können Sie Folgendes machen. Das Wichtigste ist einmal, Sie stehen auf. Sie machen das Fenster auf und lassen einmal einen Schwall Luft rein. Das ist einmal ein starker thermischer Reiz. Das Zweite, was Sie machen, Sie trinken ein Glas Wasser, kalt, möglichst kalt, weil das ebenfalls ein starker thermischer Reiz ist, der Sie sozusagen aus dieser Panikkonzentration rausbringt. Dann versuchen Sie mit jemandem zu sprechen. Jetzt werden Sie mir natürlich sagen, um 4 in der Früh, mit wem rede ich da? Kann meinen Partner oder meine Partnerin aufwecken und sagen, du, sei mir nicht böse, aber Panikattacke, bitte red mit mir, damit ich da rauskomme. Wenn Sie keine Partnerschaft haben, dann rufen Sie bitte die Telefonseelsorge an und sagen Sie dort, Grüß Gott, ich bin die Resi Huber, ich habe gerade eine Panikattacke, würden Sie bitte kurz mit mir reden, damit ich da wieder raus kann. Das sind geschulte Menschen, die wissen, wie man damit umgeht.
Reden Sie 5 Minuten, erzählen Sie, wie es Ihnen gerade geht, was Ihnen gerade durch den Kopf geht, was Ihnen Sorgen macht, und Sie werden sehen, das Reden hilft Ihnen aus der Situation hinaus. Dann können Sie natürlich anfangen, auch verschiedene Dinge aufzulisten. Sie können, oder was sehr gut hilft in der Situation, ist zum Beispiel auch Wörter von hinten nach vorn zu buchstabieren. Da müssen Sie sich konzentrieren und da kommen Sie ebenso von der Konzentration auf die Angst in die Konzentration zu etwas anderem. Und zu guter Letzt, man kann sich auch Medikamente gegen Panikattacken verschreiben lassen, beruhigende Medikamente, die Sie im Notfall nehmen können, aber nicht unbedingt nehmen müssen. Panikattacken dauern in der Regel nicht lange. Das heißt, da kann es schon entspannend wirken, wenn ich weiß, was ich alles dagegen tun kann. Und dann weiß ich auch noch, ich habe bei mir im Nachtkastel noch so eine Tablette liegen und wenn es gar nicht anders geht, kann ich nach 10 Minuten auch noch so eine Tablette nehmen und dann geht es sicher vorbei. Es dauert nämlich einige Minuten, bis diese Tabletten wirken. Darum wirken die oft im Kastel am besten, wenn man die Sicherheit hat, dass sie da sind und dass man im Notfall dazu greifen kann. Ich möchte Ihnen jetzt eine Übung zeigen, die Ihnen helfen soll, mit innerer Unruhe besser umzugehen. Es ist eine Übung, die darauf fußt, über Ihren Atem, über Ihre Aufmerksamkeit Unruhe bleiben zu lassen und wieder Ruhe einziehen zu lassen. Ich möchte Sie um Folgendes bitten. Ich werde diese Übung jetzt kurz anleiten. Richten Sie sich auf. Das heißt, stellen Sie sich vor ein geöffnetes Fenster zum Beispiel oder vor eine Wand, an der Sie einen schönen Punkt haben, den Sie anschauen können. Das werde ich jetzt einmal einfach machen. Ich drehe mich darüber und schaue auf dieses Bild hier und konzentriere mich auf dieses Bild, habe meine Schultern aufrecht und lege meine Hand auf meine Brust und versuche mal ruhig zu atmen und einfach durch meine Hand auch den Atem zu spüren. Und versuchen Sie jetzt Folgendes. Ich werde es laut machen, aber machen Sie es bitte leise im Gedanken. Lassen Sie die Hand auf Ihrer Brust, spüren Sie Ihren Atem und zählen Sie innerlich bis 10. Ganz langsam in Ruhe. Und wenn Sie bei 10 angekommen sind, dann beginnen Sie wieder bei 1. Sollten Sie so unruhig sein, dass Sie plötzlich bei 15 sind, dann gehen Sie einfach zurück und beginnen wieder bei 1. Sollten Sie plötzlich zwischendurch vergessen, wo Sie sind, beginnen Sie wieder bei 1. Und machen Sie diese Übung ungefähr 2 Minuten lang und Sie werden sehen, Sie werden ruhiger werden. Also ich lege meine Hand auf meinen Brustkorb. Man kann sie auch auf den Bauch legen. Ich drehe mich von innen weg. Ich schaue auf dieses Bild. Ich konzentriere mich und dann atme ich ganz langsam. Und 1. Und 2. Und 3. Und 4. Und 5. Und 6. Und 7. Und 8. Und 9 und 10 und 1 und 2 und 3 und machen Sie ruhig 2 Minuten, muss nicht unbedingt mehr sein, in aller Ruhe weiter. Spüren Sie Ihren Atem, spüren Sie, wie Ihr Atem langsamer wird und
vielleicht ein bisschen flacher wird und versuchen Sie wirklich aus dem, was hinter Ihnen liegt, was Sie gerade erlebt haben, auszusteigen und sich auf das zu konzentrieren, was Sie jetzt vor sich sehen. Diese Übung können Sie natürlich auch am Abend im Bett machen, dann können Sie die Augen schließen und von 1 bis 10 zählen und wieder von 1 bis 10 zählen und innerlich mitzählen. Auch das ist eine Übung, die gut beim Einschlafen helfen kann.